Ich finde das so lame, dass du dann vor denen wegrennen musst. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? Und da sind wir morgens scheinbar, hier auch der frühe Morgen. Oder ist das Sunset? Sunset, ja, Sunrise. Und spielen Alan Wake 2. Was ich gemacht habe, ist da unten die Kiste. Wir hatten ja schon zwei Zeichen gefunden. Das letzte konnte man dann einfach durchklicken. Das letzte Zeichen musste man ja nicht finden. Da drin war eine Flashbang. Also eine Blendgranate. Und ich habe das alleine geholt, weil ich vergessen hatte, die Kamera hier einzuschalten für mich. Also hat man Spielszenen gesehen, wo ich diese Flashbang geholt habe. Vielleicht lege ich die dann in der Postproduktion nochmal drüber, während ich das gesagt habe. Na gut, wir haben das. Da war auch noch Munition drin und ich glaube auch noch ein bengalisches Feuer. Also nichts Match-Entscheidendes. Was ich auch noch im Stillen hier erzählt habe, ich habe einen Kumpel gefragt, weil ich wissen wollte, wie weit bin ich denn überhaupt hier? Er hat gesagt, ja, es geht schon noch ein bisschen. Ich glaube, bei Alan Wake 1 hatten wir 16 Folgen oder sowas. Und hier sind wir halt schon deutlich über 20. Aber gut. Und noch was hat er mir gesagt, diese Kinderreime. Weil ich ihn gefragt habe, was passiert denn da eigentlich? Jetzt ohne massivst zu spoilern. Und dann hat er mir gesagt, ja, da gibt's Talismane. Und die kann man dann da irgendwo finden. So, ja geil. Also glaube ich, dass wir einige Talismane dann einfach nach dem Rätsel haben liegen lassen. Ich glaube, dass wir irgendwie den noch ersten... Noch eine dieser Kultkisten. Den ersten hatten wir, glaube ich, noch genommen oder vielleicht sogar einen zweiten. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Okay, da ist auch ein Schlüssel. Den wir nicht haben. Schleicht einer. Das ist, glaube ich, weniger ein Freund. So, es geht hier zum Pflegeheim. Da ist die Ranger Station, da ist das andere. Und da ist noch dieser Kinderreim. Ich glaube, der sinnvollere Weg wäre jetzt... Ne, wir laufen das jetzt nochmal zurück, machen diesen blöden Kinderreim fertig. Ich habe halt keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Aber sie hat ja gesagt, an die Falltafel vielleicht. Den Klicker zu Wake schaffen und ihn dazu bringen, seinen Versuch, Gott zu spielen, wieder gut zu machen. Das ist der Plan. Aber das FBC... FBC hat ihn. Okay, das ist jetzt aber ein ganz anderer Fall. Das ist ein anderer Fall. Da müssen wir ja nämlich hin. Und... Diese Kisten, du brauchst halt irgendeinen Schlüssel, ne? Was ist denn das jetzt hier? Was ist das immer noch, was für später ist? Das ist hier Notiz, die Kultisten dem Schriftsteller zu töten. Kultziel, ne? Kult weiß, dass Wake hier ist und das gefällt ihnen offensichtlich gar nicht. Was schauen wir da noch? Ist auch diese für später Geschichte. Ey, sind wir jetzt irgendwie... Haben wir Dinge übersprungen, oder? Springt das immer... Nein! Springt das immer wieder zurück. Da geht's weiter. Monsterpuppe.
ne? Ja, es sieht so aus, als fehlen uns auch noch Puppen. Oh. Das sind so Dinge wie diese Thermoskannen in Alan Wake 1. Das Spiel ist echt groß hier und habe ich da jetzt Bock, alles wirklich abzusuchen? Wenn du eh keine Munition hast, und wir haben jetzt das letzte Mal schon wieder verballert, was haben wir zurückbekommen? Eine Flashbang und ach, was weiß ich. Testorte. Du kannst es anscheinend nochmal. Standorte sind die Ranger Station, Bunker Woods und der Bootshafen. Na okay, da hast du wenigstens bekommst du da aufgezeigt, wo die Orte sind. Ja, zumindest mal in Bright Falls. Ist das? Sehr merkwürdig. Ja, es ist es. Jetzt haben sie mich schon wieder. Ich geh da runter. Ich hab keine Lust jetzt mit denen irgendwas zu tun zu haben. Das kostet nämlich alles wertvolle Munition. Lunchbox Pflegeheim. Also lösen wir das und dann gucken wir, dass wir mal in dieser ganzen Geschichte hier weiterkommen. Das war nämlich im in der letzten Folge war das. Wo kriege ich denn diesen Schlüssel her? Da wahrscheinlich nicht. Mal schnell ein Quick Save. Wir könnten natürlich auch zu Alan Wake rüberspringen, aber das fühle ich jetzt im Moment noch nicht. Ich finde das mit Sega gerade spannender. Ganz im Ernst, also mir hätte es auch gereicht, wenn du nur Sega spielst und Alan Wake dann halt nur so als Side-Character da vorkommt. Also natürlich schon, dass er die schon drin, ne? In der Ranger-Hütte. Da hätte doch halt dieser Schlüssel rumfahren können. Ich hab jetzt keine Lust, gegen die zu kämpfen. Okay, aus der Hütte. Also nach rechts. Ja, halt die Klappe. Wenn du hier wenigstens richtig Ammo bekommen würdest. Aber das ist ja alles. Das ist ja alles nix. So, wo ist der Kinderreim? Da vorne ist er.
vorne ist das Bootsding. Okay, wir brauchen nämlich das Monster. Das hatten wir das letzte Mal nicht gehabt. Also ein Kind, Strand, die Steine, ne? Das muss... Ich glaube, das war schon richtig. Also wenn das jetzt nicht klappt, also ich mache da nicht lange rum. Monster aus dem See. Monster haben wir hier. Mutter saß im Boot. Also wenn das jetzt nicht klappt, also es... Das ist es. Oh, Scheiße. Okay, die schaut... Jetzt kommst du da nicht hoch. Das ist so maximal lästig. Okay, sie blickt in diese Richtung. Das ist halt was, was ich wahrscheinlich versemmelt habe. Wenn da jetzt irgendein Talisman rumfährt, hätte ich einfach nur in diese Richtung laufen müssen. Das könnte aber auch überall sein. Bootshafen. Okay, da waren wir aber definitiv noch nicht. Ich finde das so lame, dass du dann vor denen wegrennen musst. Oh, und dann kriegst du mechanisches Feuer. Ich brauche Blei. Die Frage ist ja halt beim Leuchtturm. Was ist denn das hier? Im Leuchtturm gibt es ja auch ein Rätsel. Aber da waren halt unsäglich viele von diesen Jungs. Och jo, das hält dich auf. Also das sind dann Dinge, wo ich dann gern mal drauf pfeife. Die Sache ist halt auch die, ich möchte dann halt auch noch andere Spiele spielen. Ich habe so viel Lust und ich überlege mir schon, was ich als nächstes zocke im Augenblick auf der Nintendo. Da ist noch einer. Ein Reim. Ist noch einer. Fünf kleine Monster auf dem Meer. Probierten wir wohl stärker wer? Das Boot. Sie schaukelten gar sehr, bis eins von ihnen fiel ins Meer. Da fleht die Mutter die Wellen an und eine Träne über ihre Augen ran. Okay, Mutter. Mutter, Auge. Monster stelle ich jetzt mal. Da. Na, jetzt lass mal. Ich sehe doch nur, sprach zu ihr, auf meinem Boot liegt es tot. Vor allem manche. Nee. Die waren halt auch fünf kleine Monster auf dem Meer. Probiert mir wohl stärker das Boot, sie schaukelt. Mutter, also vielleicht das Kind?
denken, Saga. Oh, das ist doch... Es ist gar nicht drauf. Versuch's weiter. Monster. Ey, ich mach da aber nicht lange rum. Ja. Blickt zu diesem Wasserturm da. Ist das jetzt nur so, weil ich mich da hingestellt habe, oder? Oh, das hält mich jetzt wieder so auf. Wie gesagt, ich möchte halt andere Titel noch spielen. Aktuell spiele ich auf der Switch Gear Club 2. Das finde ich echt... finde ich echt gut. Gab's für 3 Euro noch was in so eine Ultimate. Oh, nö. Oh, behaltet doch euren Krempel. Gott sei Dank. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Oh, sorry. Wir sind hier... Ah, da ist es deiner. Den Talisman kann ich an meinem Armband anbringen. Welchen Talisman? Wir haben überhaupt keinen Talisman bekommen. Glaube ich. Und Polizeiwache, da müssen wir doch hin. Was ist das hier? Untersuchung. Mein Auto, Schuhkarton. Kultversteck. Und da gehen wir nochmal rein, weil da ist ja auch was gewesen, wo wir nicht reinkommen. Warum kamen wir da nicht rein? Weil wir keinen Schraubenzieher hatten. Okay. Sehr gut, das erledigen wir jetzt. Wir sind zurück in Bright Falls. Genau, Gears Club 2 erinnert mich so ein bisschen an die älteren Gran Turismo Teile. Ist eigentlich ganz nett. Gab's für 3 Euro... 3 Euro sonst was. Weißes Kultversteck. Da. Und ich spiele es. Noch ein Kultversteck. Sonic Frontiers. So. Ah, shit. Ich muss die... Reihenfolge muss ich mir merken. Thank you.
Da ist ein Talisman, den haben wir bekommen. Dass wir nochmal geguckt haben. Ed kehrt an den Cauldron Lake zurück. Wer ist Ed? Ed war nicht mehr derselbe seit seiner letzten Show. Es war nicht das erste Mal, dass eine seiner Produktionen vorzeitig abgesetzt wurde. Ein bissiger sozialer Kommentar in einem Einakter war nicht gerade ein Kassenschlager. Als Tammy ihm von ihrer Forschungsreise nach Bright Falls erzählte, beschloss er, sie zu begleiten. Ed erzählte ihr, er wolle Inspiration finden. In Wirklichkeit wollte er nur eine Auszeit, aber es stimmte, dass er unbedingt etwas finden musste. Eine Stimme, eine Richtung, eine Idee, etwas Authentisches. Ed wusste, dass er Tammys Geld nicht weiter zur Finanzierung seiner Theaterstücke verwenden konnte. Nach dem Streit mit Tammy stürmte Ed aus dem Diner und fuhr mit dem Mietwagen zurück nach Cauldron Lake. Er wollte etwas beweisen. Jetzt, wo er im dunklen Wald stand und die Sonne von den Bäumen verdeckt wurde, wünschte sich Ed, er könnte sich daran erinnern, was dieses Etwas war. Irgendetwas mit Männlichkeit. Er verfluchte sich selbst und wandte sich zum Gehen. Plötzlich wurde er von einem Licht geblendet. Stimmen schrien und die Hände stießen ihn zu Boden. Ed wehrte sich. Vergeblich. Ja, nur eine Geschichte von einem weiteren Besessenen anscheinend. Was haben wir hier? Tammy tippte mit ihrem Stift auf ihr Notizbuch. Alan Wake hatte die gleiche Fähre genommen, als er ankam. Dies war sein Eintreffen in Bright Falls. Seine ersten Schritte über die Schwelle. Sie schrieb das auf. Sie fand es immer hilfreich, in die Rolle der Opfer zu schlüpfen. Zu tun, was sie taten. Zu sehen, was sie sahen. Das machte das Buch viel interessanter. Tammy spürte Regentropfen auf ihrem Gesicht. Schon wieder? Sie zog ihre Kapuze hoch. Der Regen hörte einfach nicht auf. Sie vermisste New York. Bisher war dies nicht die simple Forschungsreise, die sie sich vorgestellt hatte. Erst der Vorfall am See, dann der Streit mit Ed. Kein Wunder, dass die Stimmung aufgewühlt war. Sie waren beide angespannt nach dem, was passiert war. Tammy hatte einige Dinge gesagt. Dinge, die sie bedauerte. Sie blickte auf den Hafen hinaus. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie hoffte, dass Ed keine Dummheiten machen würde. Sind es diese Podcaster? Tammy wollte nicht, dass ich komme. Das ist mir direkt aufgefallen. Nicht, dass diese Reise einen Sinn hätte. Ich dachte, aus der Stadt herauszukommen würde mich inspirieren, aber in Bright Falls gibt es nichts als Bäume und leere Schaufenster. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich bin es leid, einen Akte darüber zu schreiben, wie beschissen die Welt ist. Ich dachte, mit bissigen sozialen Kommentaren würde ich mich wie ein echter Künstler fühlen, aber ich weiß auch nicht. Das fühlt sich nicht nach mir an. Ich will etwas Verrücktes schreiben, etwas wirklich Ausgefallenes, etwas Authentisches, aber was Scheiß auf diese Stadt. Ich will gar nicht erst darüber reden, was letzte Nacht passiert ist. Trotzdem, während ich hier im Hotelzimmer sitze, fangen die Dinge langsam an Sinn zu ergeben. Eine Idee für ein neues Stück, ein Weltraumkult, der auf der Suche nach etwas, das noch nicht feststeht, die Galaxie niederbrennt. Ein einsamer Mann, ein Künstler, der von Stern zu Stern reist, bis er eine schicksalshafte Begegnung mit dem Kult hat, eine komplett schwarze Besetzung, ein Musical, eine Rockoper, auch ein Schriftsteller. Kann ich helfen? Da komme ich nicht durch. Schade.
Da auch nicht. Da sind bitte nicht Störenschild. Cauldron Lake Überprüfung, Neuigkeiten, Gerüchte mit Fokus auf 2010, Querverweis mit alten Fallakten des NYC-Kults, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten in der Methodik, Teil einer Serie herausfinden, wie der köstliche Kaffee im Diner heißt. Sehr gut. Genau, also gibt es halt einige Titel, die ich aus meinem Backlog entferne. Manche nehme ich ja auf. Bin auch schon immer überlegen, was als nächstes geben wird. Und es macht ehrlich gesagt richtig Spaß, die dann so... Oh, FBI. Ist das unser? Unser Zeug? Das macht doch richtig Spaß, das alles hier so Stück für Stück dann immer aufzunehmen. Und es sind aktuell zwei Titel, wo ich sage, die kommen fürs nächste Mal nach Alan Wake 2 in Frage. Aber ich will da jetzt noch nichts sagen, weil kann sich natürlich noch ändern. So. Jetzt sind wir wieder draußen. Da waren noch Dinge, die wir tun wollten oder ich tun wollte. Schissel, was ist denn das hier? Untersuchung. Hätte ich das auch machen müssen? Skriptseite. Auch vergessen. Ja. Die Wälder. Ne. Ne. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde, wenn ich es ohne aufzuzeichnen spielen würde. Also ich schaue mir schon viel an, ne? So ist es nicht, aber... Aber so ein bisschen will ich halt schon weiterkommen auch. So, was wollten wir hier tun? Ins Diner. Das ist halt da vorne. Das mache ich jetzt. Also, oh! Kultversteck. Ich würde sagen, wir schauen uns hier auf dieser rechten Seite mal um. Weil, guck mal. Ja, Mann. Nicht, dass da ich matchentscheidende Sachen dann halt sind. Noch eine Kultkiste. So, Hinweise. Inhalte dieser Kultkisten sind halt schon gut. Meistens. Steht da zufällig was? Ach, komm, ne. Jetzt kannst du dann nach drei Zahlen suchen. Entschuldigung, gehören Sie zum Kult? Ey, da freust du dich und dann... Das ist jetzt auch Käse hier. Nach dem Zeug zu suchen. Kommst ja überall nicht rein. Naja. Immerhin beißen die Fische wieder an. Der Krawall vorhin hat den armen Kerlen gar nicht gefallen. Okay, also den Krawall gab es wohl wirklich, aber warum ist da jetzt wieder alles sauber?
hilfreich. Gehen wir an die Falltafel, ein Kultversteck. Kultverstecke, genau. Da gehen wir jetzt. Das sind die aber nicht. Warum wird dann, werden da jetzt Punkte angezeigt? So, hier. Versteck vor der Elderwood Palace Lodge in Bright Falls. Das war ein, auf einer Straße. Okay, das haben wir gefunden. Shit. Aber sie sagt halt nichts zu dem, was ich da jetzt gefunden habe. Einer fehlt da noch. So, Geschichte. Alles für später. Auch das für später. Gut, hilft uns nichts. Du kriegst ja auch keinen Tipp, ne? Dass jemand sagt. Jetzt 1, 2, 3, was anderes? Ne, ist ja schon. Kannst ja auch nicht nah ranzoomen, ey. So eine Kacke. 1, 2, 3. So, hier endet Folge 25. Leider wegen technischen Problemen. Passiert halt manchmal viel, habt ihr aber nicht mehr verpasst. Das nächste Mal geht's weiter. Da habe ich allerdings schon ein bisschen weiter gespielt. Das werde ich dann zu Beginn der Folge 26 erklären, was da passiert ist. Aber das Spannendste, das werdet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Bis zum nächsten Mal zu Alan Wake 2. Haut rein. Ciao.